En garde, prêt, allez, heißt es in dieser Woche gleich tausendfach in der Euregio Sporthalle. Knapp 150 Jugendfechter aus der ganzen Welt haben hier in Bocholt ihr Trainingslager aufgeschlagen und bereiten sich auf die großen Wettkämpfe vor. Auf Welt- und Europameisterschaften, ja sogar die Olympischen Spiele. Gastgeber ist das Fencing-Team Bocholt, der erste Bocholter Fechtverein. Mit ihm kam der Traditionssport 2006 überhaupt erst nach Bocholt. Seitdem treffen sich die jungen Bocholter jedes Jahr mit Fechtern aus der ganzen Welt. Es ist immer sehr interessant, sich so auszutauschen, so länderübergreifend her. Und das Training ist natürlich auch ein völlig anderes. Man hat andere Trainer, andere Trainingsmethoden und mit so einer neuen großen Gruppe macht es dann auch sehr viel Spaß, dann zu trainieren. Immerhin bekommen die Jungs und Mädchen die Tipps aus erster Hand gleich von einem halben Dutzend ehemaliger Weltmeister und Olympiasieger. Doch bei allem Spaß, Trainer Rory Jansen schaut auch gerne mal ganz genau hin und das ziemlich streng. Als Bundestrainer verhalf er schon einigen deutschen Fechtern zum Weltmeistertitel und dementsprechend auch das Trainingsprogramm für diese Woche. Wir setzen uns abends immer zusammen, gucken, was da gemacht werden soll. Und die können also nicht so mal machen, was sie wollen. Die bekommen ein sehr fundiertes, angepasstes, integriertes Totaltraining angeboten. So wie es das eigentlich in kaum ein Fechtverein oder kaum ein Sportverein hier gibt. Das merkt auch Nelson Loyola aus Kuba. Normalerweise trainiert er mit seinem Vater Nelson, denn der ist auch Fechter. Gewann bei den Olympischen Spielen in Sydney im Degen sogar Bronze. Hier in Bocholt trainieren die beiden ausnahmsweise nicht zusammen, sondern mit Amerikanern, Russen und Europäern. Un campamento muy muy bueno. Una por el colectivo de entrenadores. Ich finde, dass das ein richtig gutes Fechtcamp ist. Zum einen wegen des tollen Miteinanders der Trainer, zum anderen durch die große Gruppe junger Fechter, die sich aneinander messen können. Das macht das Training so professionell und so wichtig für künftige Ziele. Und was bedeutet das Camp für dich? Also klar, körperliches Training, aber auch ein super Kontakt zu den anderen Fechtern. Beides hilft mir sehr in der Vorbereitung. So auch Tabea Klein-Bölting aus Bocholt, die sogar schon Landesmeisterin im Degen wurde. Sie ist eine von rund 80 jungen Bocholtern, die den Fechtsport für sich entdeckt haben. Ja, also man hat halt alle Komponenten drin, halt Koordination, Ausdauer, Beweglichkeit, Kraft, Schnelligkeit. Also ist alles zusammengemischt und dann kommt da ja auch noch der mentale Aspekt dabei, dass du halt wirklich dir Pläne ausdenken musst, wie du deinen Gegner sozusagen so in die Falle lockst, dass du den Punkt machst. Und ist halt manchmal auch echt knifflig und ja, das gefällt mir sehr. Spitzensport auf höchstem Niveau mit Champions von gestern, heute und morgen. Den gibt's noch die ganze Woche in der Bocholter Euregio-Halle. Und am Ende des Trainingslagers, damit sie sich selber unter anderem ein bisschen messen können, Fortschritte messen können, wird am letzten Tag ein Wettkampf gefochten. Also Samstag haben wir hier die In-Flight-Challenge, Turnier für Florett und Degen, für Aktiven. Und da kommen auch noch was mehr Teilnehmer hinzu, als hier im Trainingslager tätig sind. Aber Turnier ist mit eingeschlossen im Trainingslager und wird also Samstag frei zugänglich für jede Woche zu Zuschauer. Wer also Lust hat, kann auch bis Samstag den Fechterinnen und Fechtern über die Schulter schauen. Und vielleicht ja in einem der Kurse an der Don Bosco Straße selber zum Degen oder Florett greifen.